Dann übergebe ich zum Vortrag. Es war einmal vor langer Zeit, ob das ein Märchen wird oder nicht, das werden wir jetzt hören. Der allwissende Sprachlehrer, ja, und sein ambivalentes Verhältnis zu neuen Lerntechnologien. Bitte schön. Danke, Andrea. Auch recht herzlichen Dank an das DAF Webcom Team für die tolle Betreuung und den tollen Support vor dieser Konferenz. Also das erlebt man selten, dass so eine Konferenz im virtuellen Raum so großartig organisiert wird. Nirgendwo wurde so viel über die Innovationen im DAF-Unterricht berichtet wie während dieser Konferenz. Die DAF Webcon 2012 war super. Also mich hat besonders beeindruckt, so viele interessierte DAF-Lehrer weltweit von meinem Zimmer aus zu erleben. Die DAF-Webkonferenzen begeistern mich deshalb, weil man die Möglichkeit hat, an vielen, vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie werden sogar parallel in 3 verschiedenen Räumen angeboten. Mir ist die Auswahl schon schwer gefallen. Aber die DAF-Webcon 2013 war noch besser. Was mir besonders gut gefallen hat, dass es so einfach ist und für jeden frei zugänglich ist. Das Goethe-Institut verzeichnet einen sehr hohen Anstieg bei seinen Sprachkursen, vor allem in Südeuropa, in Spanien, Portugal, Griechenland und Italien. In meinem Bundesland Western Cape gibt es die besten Zahlen für DAF. Tourismus wird groß geschrieben, es gibt viele Zuwanderer aus Deutschland. Es wird übrigens behauptet, dass etwa 40% der Europäer in Südafrika deutsche Wurzeln hätten. Erleben wir jetzt eine Lesung seiner eigenen Werke? Insgesamt 11-mal wurde er für den Deutschen Science-Fiction-Preis und Kurt Laßwitz Preis nominiert. Im nächsten Augenblick bohrte sich einer der Tentakel in den Mann. Eine weitere riss in den Flammenwerfer aus den Händen und rammte ihn von oben in seinen behellten Kopf. Ich warte ungeduldig auf die nächste DAF-Webcom und freue mich schon auf die neuen webbasierten Werkzeuge.